Listening to an amazing amount of information. Vielen Dank, dass ihr so geduldig war und all diese Stunden zugehört hat bei dieser tollen Information, die wir schon bekommen haben über die Tage. I'd like to be called Anthony. Ich werde gern Anthony genannt. My father was Tony. Mein Vater war Tony. Yeah. You remember that Elvis Presley liked to be called Elvis. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Elvis Presley gerne Elvis genannt wurde. We have a family title from grandfather. We can use it sometimes in America, but it's of no consequence. It means nothing. So wir haben einen Familiennamen. A family title. Yeah, some Americans find it interesting. And yeah. Manche Familien finden das interessant, yeah. Manche Menschen finden das interessant, aber ich finde es nicht. It means nothing. Ja, es meint nichts, es bedeutet nichts. The kingdom of God means a lot to us. Aber das Königreich Gottes bedeutet uns viel. So I'm a Church of England boy. Ich komme aus der Church of England. Also, I was sent to a boarding school when I was 8 years old, away from home. Ich wurde auf ein Internat geschickt, wenn at what age? Als er 8 war, wurde er eben auf ein Internat geschickt. Ja, yeah. 8 years old. Yeah, and then from 13, a high school, boarding school, ja, private genau. School, Privatschule. Ja, und ja, dann ist er eigentlich sein ganzes Leben mit 13 kam er dann auf eine weiterführende Schule. Er war immer auf einem Internat. So that one could get the quote best education. So dass er natürlich die beste Erziehung oder die beste Ausbildung genossen hat. So I went to chapel every day. Ja, er ist jeden Tag in die Kapelle gegangen. And then on Sunday, long sermon from a raised pulpit looking down on 600 little boys. Ja, genau. Und dann am Sonntag hatten wir diesen Minister, diesen Prediger, der von oben herab auf die 600 kleinen Jungs gepredigt hat. With gray shirts and gray ties and gray jacket. Ja, und er hatte eine wunderschöne Jacke an, eine schöne Krawatte und alles war schön. All gray. All gray. It was grau. Es war grau. And I don't remember a word of any sermon at all. Und ich kann mich tatsächlich an kein einziges Wort dieser Predigten erinnern. There must have been some interesting things, but it made no impression on me. Da waren garantiert gute Dinge dabei, aber es hat keinen Eindruck bei mir hinterlassen. So I sang in the choir because music was a large part of our lives, music. Ja, und ich habe im Chor gesungen, weil Musik da ein großer Teil von unserem alltäglichen Leben war. So that was, as we say in America, cool. Cool in America. Means, we say cool good. As well. You're, oh, good. Yeah. You don't need a translator. Übersetzer in through. Ja, yeah, genau. Also es war cool. Okay. So one time an American preacher came to the school. Und eines Tages kam ein amerikanischer Prediger zu unserer Schule, an unsere Schule. And his name was the Reverend O. Heck. Und sein Name war Reverend O. Heck. O. Heck. O. Heck. He was Irish. Er war Irisch. And I remember that he got up in this big pulpit. Und er ging auch nach oben auf diese Empore. And he said, with his American accent, he said. Und mit seinem amerikanischen Akzent sagte er. Yeah. Very American accent. Sehr, sehr amerikanischer Akzent. I had never heard an American accent. Ich habe davor tatsächlich noch nie einen amerikanischen Akzent gehört. My English is the Queen's English, sogenannte Queen's English. Ja, genau. Er spricht das königliche, das britisch-königliche Englisch. And the Reverend O. Heck said. Und der Reverend O. Heck sagte. Samson was a strong man. Samson was a strong man. Samson war ein starker Mann. He said, Samson built an ice cream machine. Samson hat eine Eismaschine. Yeah, ice cream machine. Eine Eiscreme-Maschine gemacht. Yeah, with bells and whistles and other paraphernalia. Mit Glocken und anderen Dingen. Yeah. And then he said, did it work? Und er hat gefragt, hat das funktioniert? No. Nein. And this fascinating way of speaking English. Und es war just, für mich war das einfach nur faszinierend, wie er Englisch gesprochen hat. I never imagined that I would spend most of my life in America. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das meiste meiner Lebenszeit in Amerika verbringen werde. I never imagined that I would count up to one successfully. Ich dachte nicht mal, dass ich ein Jahr da aushalten werde. Successfully, right. Okay, so that's my story. I'm a Church of England boy. So now, das ist meine Geschichte. Listen carefully to the lesson here, please. Ja, bitte hört jetzt sehr genau zu. You want to prepare your children not to be deceived by false religion. Ihr wollt wirklich, dass eure Kinder nicht versucht werden von falscher Religion.
Because we knew nothing about the Bible. Because wir wussten gar nichts über die Bibel. Maybe our Father who is in heaven, we could recite that. Well, viele konnten vielleicht sagen, unser Vater, der ist, der im Himmel ist, wir konnten das sagen. I remember thinking that thy will be done, dein Wille geschehe. Yeah, it sounds like a future tense, thy will be done. Yeah, es hört sich an, als wäre es in der Zukunft. I don't know if our translator can do that. You're doing awfully well. Bravo. Okay, so then when I was sent to the University of Oxford to get a degree. Dann, als ich zu der Universität Oxford geschickt wurde, um da meinen Abschluss zu machen. A person came to me and said, "You need to be saved." Und dann kam jemand zu mir und sagte zu mir, du musst errettet werden. Yeah. So I went to a get saved meeting. Dann bin ich natürlich zu einem werde errettet Treffen gegangen. And there was a lot of very emotional music. Und da war sehr emotionale Musik. And at the end they said, "If you want to get saved, put up your hand." Und am Ende haben sie gesagt, wenn du gerettet werden willst, dann heb einfach deine Hand. So I went forward. Natürlich bin ich dann nach vorne gegangen. Went back to my room at Oxford. Und dann bin ich zurückgekommen in meinen Raum, in meinem Zimmer in Oxford. And I said, what does this mean? Und ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt? Yeah. So I began to open the Bible, had never read a Bible. Und dann habe ich angefangen, die Bibel, oder habe ich die Bibel geöffnet. Ich habe davor noch nie eine Bibel gelesen. Oder habe noch die I used to try to read Matthew. Und ich habe versucht, Matthäus zu lesen. And I got to Begat, 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 Begat. Und dann bin ich zu gekommen, nee, nicht Begat, oder? Geboren, ja genau, zu dem ganzen Geschlechtsregister kam ich. And I got very bored with that. Und dann war ich sofort gelangweilt. So I gave it up. Also habe ich aufgegeben. But it happened that my father, who was an admiral in the Navy, was trying to work with the Jews and Arabs not to kill each other. Aber mein Vater, der in der Armee war, der Admiral war, der hat versucht, dass sich die Araber und die Juden nicht töten gegenseitig. And somebody showed me Isaiah chapter 2. Und jemand hat mir Jesaja Kapitel 2 gezeigt. Which says the nations are to beat their swords into plowshares. Wo es gesagt wird, die, ich glaube, die Nationen werden ihre Schwerter zu Sensen, als Sensen, als Pflugscharen. Schwerter zu Pflugscharen, dieser Begriff. Ja, Schwerter zu Pflugscharen. They were going to beat their tanks into toys. Und sie werden ihre Panzer, Tanks, aber der Panzer... Into toys. Okay, werden die Panzer in Spielzeuge. We have lots of Übersetzer here. It's wonderful. Yeah. She fails on one word, put up your hand and give it. Yeah. I thought that's a marvelous idea. Ich fand es eine hervorragende Idee. Wonderful idea. It's nice to say to someone, sit down, shut up, don't build a tank to kill somebody. Ich glaube, es ist großartig, wenn wir zu jemandem sagen, sei leise, setz dich hin, bau keinen Panzer. And you are going to do this. You. Und ihr werdet das machen. You are the kings and the queens, the royal family of the future kingdom of God. Ihr seid die Könige und die Königinnen von dem kommenden Reich Gottes. In training now. Ihr werdet jetzt trainiert. Are you ready to rule the world with Jesus? Seid ihr bereit, die Welt mit Jesus zu regieren? Because he is looking at each of us. Weil er schaut auf jeden einzelnen von uns. Is this person honest? Ist diese Person, die ist ehrlich? Is he crooked in some way? Can I use him in my government? Ist er auf irgendeine Art und Weise falsch? Kann ich ihn wirklich benutzen in meiner Regierung? I didn't learn this in church. Ich habe das nicht in der Kirche gelernt. Nie, nothing. Nie, ne. I do read a lot of German. I've read lots of theology in German. Ja, er hat schon viel auf Deutsch gelesen. Er hat viel Theologie im Deutschen gelesen. But speaking is difficult. Aber sprechen ist schwierig. But if we come again, I'm going to practice for several months before. Aber wenn wir wiederkommen, werde ich davor viele Monate üben. Okay, so I had learned in church, if I had learned anything. Ich habe in der Kirche gelernt, wenn ich denn überhaupt irgendwas gelernt habe. That if I was a good boy. Wenn ich ein guter Junge war. I didn't kick the cat. Ich habe die Katze nicht mit meinem Fuß gekickt. I wasn't rude to Aunt Bessie. Ich war nicht böse zu meiner Tante Elisabeth. Then I would go to heaven. Dann würde ich in den Himmel kommen. And play a harp on a pink cloud. Und ich werde eine hübsche Harfe auf einer pinken Wolke spielen. I found that a very boring idea. Ich dachte, das war eine sehr langweilige Idee. Ich so I'm yawning when they're talking about that. Ja, also ich gähne wirklich, wenn jemand darüber spricht. Give me my tennis
and cricket and football much more. Yeah, ich würde lieber Football spielen oder Cricket spielen. So now here's the lesson for all of you parents. Da, so hier ist die Lektion, die ich allen euch Eltern geben möchte. Into the vacuum of my ignorance. In das Vakuum meiner Ignoranz. Came Herbert W. Armstrong. Kam Herbert W. Armstrong. An American. Ein Amerikaner. With a very inadequate education, really. Mit einer sehr inadäquaten Ausbildung. And he said to me. Und er hat mir gesagt. Have you read the Ten Commandments? Hast du denn die 10 Gebote gelesen? I didn't know what they were. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was sie waren. I fumbled through my Bible, I found Exodus 20. Und ich habe durch meine Bibel geschaut und ich fand Exodus 20. Herbert Armstrong, who had an inadequate training, really. Und Herbert Armstrong hatte wirklich eine nicht hinlängliche Ausbildung. Have you read the fourth commandment, he said? The fourth one. Hast du denn das vierte Gebot gelesen? Okay. And now I looked it up. Und ich habe es aufgeschlagen. It says you're supposed to rest on Saturday. Und it does. Es sagt, du sollst am Samstag dich ausruhen. But that happens to be the law of Moses, as I later learned. Aber ich habe gelesen, dass das Gesetz Mose ist. In 2 Corinthians chapter 3. Was ich später im 2. Korinther 3 gelesen habe. It's about the Ten Commandments written in stone. Es spricht über die 10 Gebote, die in Stein geschrieben wurden. And it says that the glory of Moses has been superseded by the glory of Messiah. Und es sagt, dass die Herrlichkeit Moses überstiegen wurde von der Herrlichkeit Jesu. We had a nice talk on that today. Wir hatten eine wunderschöne Präsentation über das. But I didn't know this. Aber ich habe das nicht gewusst. So I said, yes, I'm going to do it. Keep the Sabbath. Und ich sagte, ja, ich werde das tun. Ich werde den Sabbat halten. 14 years. 14 Jahre. And we were special. We kept the feasts as well. Und wir waren sehr besonders. Wir haben auch die Feste gehalten. And you pagans. We're meeting on Sunday. You pagans. Und ihr Heiden, ihr habt dann am Sonntag geruht. Yeah. So 14 years later. Also 14 Jahre später. This religion did not work for me. Diese Religion hat für mich nicht funktioniert. I was sort of broken. Ich war gebrochen. Yeah. My father had to come from England to pick me up. Mein Vater musste tatsächlich aus England kommen, um mich wieder hochzuheben und mich zu bauen. And take me home to recover. Und er hat mich wieder zurückgebracht. Yeah. So I've been asking the question, why did not that work for me? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat das nicht funktioniert für mich? And I've learned that the truth will make you free. Und ich habe gelernt, dass die Freiheit mich frei machen, die Wahrheit mich frei machen wird. I love the teachings of Jesus. Ich liebe das, was Jesus gelehrt hat. And the teachings of Paul. Und das, was Paulus gelehrt hat. And of all of the prophets, of course. Now, und natürlich liebe ich auch all die Propheten. So I was a little shocked when I came to another conference, not your conference. Und ich war ein bisschen schockiert, als ich zu einer anderen Konferenz war, nicht diese Konferenz hier. When the guy at the marvelous German breakfast the first day. Als der Mann an dem wunderbaren deutschen Frühstück. He said, Anthony, you know that Paul is a false prophet, don't you? But Anthony, du weißt, dass Paulus ein falscher Prophet ist, oder? Der arme Mann. Very tragic. He gave up the faith. Listen, you cannot believe in Jesus and not Paul. Is it clear? Yeah. Hört zu, wenn ihr an Jesus glaubt, ihr müsst auch an Paulus glauben. You have to have a Bible. If you play chess, you must have a chessboard. Ja, ihr müsst eine Bibel haben. Wenn du Schach spielen willst, dann brauchst du auch ein Schachbrett. If you play soccer, you have to play within the white line. Wenn du Fußball spielen willst, musst du auch innerhalb der weißen Linien spielen. So I accept the whole Bible, the scripture, the canon of scripture, I accept that. Ja, also ich akzeptiere die ganze Bibel, den kompletten Kanon. So Armstrong said, we have to keep the feast too. So, also ich habe gesagt, ja, ich möchte auch die Feste halten. So we had to also pay 3 tithes, 3/10 of our income. Also mussten wir auch 3 Zehntel, 3-mal den Zehnten geben unseres Einkommens. My father was not pleased with it. Mein Vater war natürlich nicht glücklich darüber. So 14 years later, also 14 Jahre später, I began to think. Habe ich angefangen zu denken. For the first time. It's a good idea to think. Für das erste Mal, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Idee, anzufangen zu denken. And from time to time, and von Zeit zu Zeit, you can say, "Oh God, if I am deceived, please send a kind person to undeceive me." Und von Zeit zu Zeit kann man bitten, "Oh Gott, bitte, bitte, wenn ich auf irgendeine Art und Weise falsch versucht bin oder was Falsches denke, bitte schick jemanden, der mir das zeigen kann." So we came out of the Armstrong movement. Also wir sind aus diesem Armstrong-Movement herausgegangen, aus dieser Bewegung herausgegangen. There were very serious sexual problems like incest and
horrible things that atheists don't even do. Da waren sehr schlimme Dinge drin, wie zum Beispiel Inzest und andere schlimme Dinge, die nicht mal Atheisten tun. Yeah, so we came out. Barbara, I will tell you, I met my wife Barbara, who's from Michigan. Und ich habe meine Frau Barbara getroffen. Sie ist aus Michigan. I met her in the Armstrong Bible College in England. Und ich habe sie in dem Armstrong Bibel in der Bibelschule in England getroffen. I never preached any sermons. Ich habe nie irgendwo gepredigt in diesen Tagen. Für 14 Jahre. Ich hatte zu viel Angst davor. So then, yeah. How old were you at that time? Good question. First 20 years of my life in the Church of England. Armstrong from 20 on till about 14 years. Okay, also genau. Ich war für die ersten 20 Jahre in der Kirche von England, in der Landeskirche da, und dann war ich für 14 Jahre in dem Armstrong. In der Armstrong-Bewegung. So I began to read and read the commentaries and think. And I came to Colossians chapter 2. Und dann bin ich zu Kolosse Kapitel 2 gekommen. Yeah. I apologize if I'm treading on some toes, but I'm doing it deliberately. Es tut mir leid, wenn ich hier auf ein paar Zehen steige oder jemand auf die Füße trete, aber ich mache das mit Absicht. And that is our privilege that you have given us, this freedom, which is wonderful. Und ich möchte mich dabei Stefan bedanken, dass er mir da die Freiheit gibt, oder er uns die Freiheit gibt, das in diesem Rahmen zu tun. So then we said, oh God, what are we going to do for the rest of our career? Und dann haben wir Gott gefragt, was sollen wir denn jetzt tun für den Rest unserer Karriere? So I was about 34, got married to Barbara when I was 34. Und ich war 34 und ich bin auch in dem Alter habe ich auch Barbara geheiratet. I was teaching French and Hebrew. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Französisch und Hebräisch unterrichtet. And directing the church choir. Und habe den Kirchenchor dirigiert. And so what happened was that, what happened? Let me see. I have to think back. Was ist denn da passiert? Ich muss nochmal drüber nachdenken, was damals passiert ist. We said to God, oh God, what can we do for the rest of our career? Ja, wir haben eben Gott gefragt, was können wir tun für den Rest unserer Karriere? And he did not say, go to Germany in Stefan's. Und er hat damals nicht gesagt, geh nach Deutschland zu diesem Konferenz. Auf jeden Fall nicht zu dieser Zeit. We never imagined being here with you guys. Wir konnten uns nie vorstellen, dass wir hier sind mit euch. So then God sent us the Christadelphians. Und Gott hat uns zu den Christadelphians geschickt. Some of you know about them. Manche von euch haben schon von ihnen gehört. So they came to our house for many months, maybe several months. Und sie sind zu unserem Haus oder in unser Haus gekommen für einige Monate. We had two little girls then. We have three now. We had two little girls. Wir hatten damals zwei kleine Töchter. Jetzt haben wir drei Töchter. One Sarah, who's quite a bit bigger and older now. Der eine davon ist Sarah. Sie ist nun ein bisschen größer, ein bisschen älter. And the Christadelphians said. Und die Christadelphians sagten. Anthony, there are two major things wrong with your belief system. Wir glauben, dass da zwei Dinge sehr, sehr falsch sind mit der Art, wie du glaubst. First of all, you believe in two gods in the God family, and we did. Und ich glaube zuerst glaubt ihr zwei Götter in Gott und in Gott der Familie. Und das haben wir wirklich getan. We believed that two gods in the God family. Ah, okay. Sorry. Ich habe das falsch übersetzt. Entschuldigung. Sie haben an zwei Götter geglaubt, also. Two gods in the God family. In the beginning was one God and other God there. Two, obviously. Ja, genau, natürlich. Am Anfang war der eine Gott und dann kam der andere Gott. Zwei, natürlich. And we had been so broken down by the Armstrong experience. Und wir waren so zerstört von dieser Armstrong-Bewegung. So we said we have to study it. So wir haben wirklich gedacht, wir müssen das untersuchen. And I remember being on the telephone with the Christadelphians. Und ich kann mich noch schon erinnern, wie ich mit den Christadelphians telefoniert habe. I said, what about the rock that followed them in the wilderness? With Christ. Und ich habe doch gefragt, ja, was war denn der Stein, der ihnen in der Wüste gefolgt hat? War das nicht Jesus? And that man was so much more sophisticated in a good sense than I. Und dieser Mann war so mehr gebildet als ich war in einem guten, Sinne. So then we had to study it, and it took about 3 months. Und wir mussten es wirklich untersuchen. Wir mussten in der Bibel graben, und es hat uns 3 Monate gebraucht. And we saw that Jesus was the human Messiah. Und wir haben dann erkannt, dass Jesus der menschliche Messias ist. Virginally born, virginally begotten, we say. Ja, von einer Jungfrau eingeboren. Yeah, actually human. Ja, er war menschlich. Completely menschlich. We still then we believe in the one God. You understand the story. It's very easy to you people. Ja, genau. Also dann haben wir an einen Gott geglaubt. Mm-hmm.
So then they said there's something else very wrong with your belief system. Und dann sagt sie, ist was anderes, was noch sehr falsch ist mit eurem Glauben. You believe there's a devil up here somewhere. Und ihr glaubt, dass es da irgendwo so einen Teufel gibt? And they said, you're the devil, you're the devil, you're the devil. Und sie sagten, ja, du bist der Teufel, ihr seid der Teufel. I said, teach us, maybe we're wrong, maybe we are the devil. Dann sagte ich, ja, bitte, erklär uns das. Vielleicht sind wir ja wirklich die Teufel. But 2 years later, aber 2 Jahre später, we had to say to them very kindly, wir mussten sehr, sehr freundlich zu ihnen sagen, this does not work. Das funktioniert nicht. Was Jesus talking to himself in the wilderness? Hat Jesus zu sich selbst gesprochen in der Wüste? Or was it the high priest who was speaking to Jesus? No. Oder war es der hohe Priester, der zu Jesus gesprochen hat? It was Hasatan, the devil, not just a devil. The devil. It was Hasatan, also der Teufel, nicht ein Teufel. So now where can we go to church? So, ja, wo können wir jetzt hingehen? In welche Kirche können wir gehen? We believe in the sleep of the dead. Wir haben in das Schlafen der Toten, an das Schlafen der Toten geglaubt. It's a very good doctrine. Das ist eine sehr gute Doktrin. Lehre. Dankeschön. Sehr gute Lehre, ja. So, because everything that is concentrated on the future resurrection. Weil es sich konzentriert auf die zukünftige Wiederauferstehung. We did believe in the kingdom of God from Armstrong, more or less, the kingdom of God. Wir haben in das Königreich Gottes geglaubt, das war auch in der Lehre von Armstrong. And then we had 2 car accidents. We never had car accidents before. Und dann hatten wir 2 Autounfälle hintereinander. Wir hatten davor noch nie Autounfälle. So we then said, now where do we go to church? Und dann war die Frage so, wo gehen wir jetzt hin in die Kirche? If we went back to the Church of England, gehen wir zurück in die Kirche auf Church of England, ja, in die Kirche Englands, where we had a 10-minute sermon, wo wir diese 10-Minuten Predigten hatten. They brought us bread during the week to bring us back next week. Und sie haben uns Brot unter der Woche gebracht, damit wir am nächsten Sonntag auch zurückkommen. Red carpet treatment. Ja, da wurde der rote Teppich für uns ausgerollt. I'm loving this language. It's so fascinating. Yeah. How do you do this? She's lovely. She's very good. Then we say to the students. Und dann sagten wir zu den Studenten an dem College. What talents have you got that God did not give you? Welche Talente habt ihr, die Gott euch nicht gegeben hat? Sehr wenig. Sehr wenig. So your job is to develop your talents. Yeah. Also okay. Unsere Aufgabe ist, unsere Talente zu entwickeln. So then you go to the Church of England. So sollen wir wieder zurück in die Kirche von England gehen? Very doubt about going to heaven when you die. Sie sind sehr vage darüber, ob man nach dem Tod in den Himmel. We call it jolly good chap theology. Wir nennen das ein freudiges Christsein oder ein leichtes, ein schönes vielleicht ein einfaches. Jolly good chap, everybody's good. Ja genau, jedem geht's gut. Wohlfühl Evangelium. What was it, Wohlfühl? Yeah, okay. Wohlfühl Evangelium. That doesn't work for us, because we believe that God is one now. Yeah. So we think, oh, Jehovah's Witnesses, let's go there. Ah, so dann hatten wir noch eine andere Idee. Oh, wir glauben, dass Gott einer ist. So, lass uns doch zu den Zeugen Jehovas gehen. They were non-violent. Sie waren auch nicht gewalttätig. Sie sind nicht in die Armee eingetreten. But then we learned about the 144,000 and the others. Und dann haben wir über die 144,000 und das andere gelernt. This was difficult for us. Das war sehr schwierig für uns. And we learned that at the memorial service once a year. Und wir haben gelernt, dass da dieser Gedächtnisgottesdienst war einmal im Jahr. They preach on all of the things about the death of Jesus. Da predigen sie über alles, was den Tod Jesu betrifft. And they quote Jesus and says, eat this, drink this. Und sie sagen, sie zitieren Jesus, sie sagen, ess das, trink das. And then they get up and don't do it. Und dann stehen sie auf und machen das nicht. I suggest to you that religion is in a state of dementia. Ich schlage euch vor, can you please? That religion overall is in a state of dementia, madness. Ah, okay. Und ich glaube, dass diese Religion insgesamt einfach ein bisschen verrückt ist, oder? Ja. That's just a wrong doctrine. You are supposed to take the bread and eat the wine, as you said. Und so ich, ja, und ich glaube einfach, dass das eine falsche Lehre ist. Ich glaube, es ist richtig, dass wir den Wein trinken und das Brot essen, wie es Jesus gesagt hat. So anyway, we said then that we can come back to the States because Barbara's from Michigan. Und wir haben dann entschieden, dass wir zurück in die Staaten gehen, nach Michigan, wo Barbara herkommt. Yeah, exactly. So we got our green card, we call it a green card. Ja, und wir haben ein Visum gekriegt, also Green Card wird es in Amerika genannt. So I'm happy to tell you that I'm a resident alien. Resident alien.
Ja, und ich kann euch sagen, dass ich darf da wohnen, aber ich bin trotzdem ein Fremder. Sounds great. Anyway. Geduldeter Fremder vielleicht ein bisschen. So here we are. Also jetzt sind wir hier. We have an advertisement for insurance in American television. Wir haben eine Versicherung. An insurance advertisement on television. Ah, wir haben eine Werbung für Versicherungen auf Television. Yeah, and it says, I know a thing or two. Because I've seen a thing or two. Und es sagt, ich weiß ein oder zwei Dinge, weil ich ein oder zwei Dinge gesehen habe. Yeah. I've seen a lot in religion. Ich habe schon viel gesehen, was Religion betrifft. And much of it is very chaotic. It's not. Und vieles, was ich gesehen habe, ist sehr chaotisch. In the Baptist world, in the south part of America, where we live, in the Baptist belt. Ja, genau. Wenn wir in den Süden von Amerika schauen, wo die südlichen Baptisten sind, Southern Baptists. When I meet Baptists, I say. Wenn ich Baptisten treffe, dann sage ich. Would you put me in eternal hellfire? Würdest du mich in unendliches höllisches Feuer schicken? If I had this much wine with my supper, sometimes. Wenn ich so viel Wein mit meinem Abendmahl hätte? And the older ones say yes. Und die Älteren von ihnen sagen ja. Well, they would have condemned Jesus at the wedding. Naja, die hätten tatsächlich auch Jesus an der Hochzeit verdammt. You can look up the word wine in English. It is not grape juice. Und ihr könnt mal nachschauen, was Wein in eurem Wörterbuch sagt. Da steht nicht. It's not grape juice. Es ist nicht Traubensaft. Es ist nicht das Gleiche. This is sad. We need to get real with easy words and understand easy words. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich echt und real werden mit einfachen Worten. Wir müssen sie so nehmen, wie sie dastehen. Thank you. Yes, so I said to the students, I used to say to the students in the college. Ja, und ich hab früher zu den Studenten in der Schule gesagt. If you have a belief that nobody in any commentary in any language for 5000 years believed. Wenn ihr einen Glauben habt, den niemand über 5000 Jahre geglaubt hat, kein anderer, den ihr kennt. You could be wrong. Ihr könntet dann vielleicht falsch liegen. You say, oh God. Send me somebody to teach me. Und ihr könnt wirklich beten, oh Gott, bitte sende mir jemanden, der mich korrigiert. Right. So that is our story. Das ist unsere Geschichte. And here we are today. Und nun sind wir hier. And the variety here is astonishing. Und die Vielfalt, die wir hier haben, ist wirklich beeindruckend. So if I tread on any toes, I'm sorry, but I'm doing it deliberately. Also wenn ich irgendjemand auf die Füße drehe, es tut mir leid, aber ich tue es mit Absicht. So let's thank you this way. Okay, so now let's talk about the kingdom of God. Lass uns nun über das Königreich Gottes sprechen. I'm not hearing as much as I think we should about the phrase gospel of the kingdom. Ich höre nicht so oft, wie ich mir es wünsche, das Evangelium vom Königreich Gottes. You may have brought some of your Billy Graham theology in with you. Ihr habt vielleicht ein bisschen was von eurer Billy Graham Theologie mit hier reingebracht. Billy Graham sagt, that Jesus came to do 3 days' work. Dass Jesus gekommen ist, um 3 Tage von Arbeit zu verrichten. To die. Er ist gestorben. To be buried. Er wurde begraben. And to rise. Und er wurde wieder auferweckt. It's false. Es ist falsch. False. Wrong. Es ist falsch. Sorry, Billy, it's wrong. Es tut mir leid, Billy, aber das ist falsch. It cannot be right. Es kann nicht richtig sein. So, what we learn from the Abrahamic people, eventually going to work for them, was wir von den abrahamitischen Menschen gelernt haben, von den Gläubigen, wo wir im Endeffekt geändert sind. The gospel is about the kingdom of God and the things concerning Jesus. Das Evangelium ist über das Königreich Gottes und die Dinge, die Jesus betreffen. Somebody said this morning. Jemand hat heute Morgen gesagt. The destiny of man from the beginning was to rule the world. Das Schicksal der Menschen war vom Anfang an über diese Erde zu regieren. Exactly. And you are the kings and queens in training to rule the world where Adam failed. Und ihr seid die Könige und die Königinnen, die dafür vorherbestimmt sind, dieses Königreich zu regieren, so wie es als Adam eigentlich am Anfang hätte tun sollen. Exactly right. And also then you get immortality. Und außerdem, dass ihr Unsterblichkeit bekommt. It sounds like a good idea. Das hört sich doch nach einer guten Idee an, oder? How could you not be interested in immortality? Wie könntet ihr nicht interessiert sein an Unsterblichkeit? In America, they're very good at trying to get you to live 10, 20 more years over 100. In Amerika, wir sind da sehr gut darin, dass ihr vielleicht noch 10 Jahre, 20 Jahre länger lebt. Why not how to live forever? Warum sollten wir nicht für immer weiterleben? Even Stefan is getting older. Sogar Stefan wird älter.
I'm very old, 83. Und ich bin sogar schon sehr alt, ich bin 83. So I'm looking at immortality as the only hope. Also ich schaue an die Unsterblichkeit und denke mir, oh, das ist meine einzige Hoffnung. So now a little test for you. Jetzt habe ich einen kleinen Test für euch. What is the verse which describes the beginning of the preaching ministry of Jesus? What verse? Write it on the verse. Was ist denn der Vers, yeah, der beschreibt, wann Jesus angefangen hat zu lehren? You will have it. Which one? The kingdom of God is at hand. Wonderful. Mark 1:14-15. Markus 1, Vers 14 und 15. Jesus came into Galilee. Jesus kam nach Galiläa. And he began preaching. Und er hat angefangen zu predigen. The kingdom of God is about to come, not exactly entirely come, but it's about to come. Ja, das Königreich Gottes ist nah. Es wird bald passieren, aber es ist noch nicht ganz da. Repent, it says then. Jesus said, repent. Dann sagt, kehrt um. And believe the message of the kingdom. Und glaubt an die Nachricht des Königreichs. That's where it starts. Das ist es, wo es anfängt. You start at the beginning. Natürlich, du fängst am Anfang an. Later on in Matthew 16. Später in Matthäus 16. He said, now by the way, I'm going to go to Jerusalem and die and rise. Und dann sagt Jesus so, ah, übrigens, ich gehe nach Jerusalem und da werde ich sterben und dann werde ich wieder auferstehen. And they said, oh no, you're not going to do that. Und dann sagt sie, nee, das wirst du nicht tun. So my question to the students was always. Also meine Frage, die ich an die Studierenden gestellt habe. What was this gospel before he even spoke of his death and resurrection? Was war denn dieses Evangelium, bevor er überhaupt über diesen Tod und diese Wiederauferweckung geredet hat? Es ist eine gute Frage. It is gospel. Es ist das Evangelium. But it's not about the death and resurrection. Es ist das Evangelium, aber es ist nicht über den Tod und die Wiederauferweckung Jesu. At that stage. Zu dieser Zeit. Good. That's great. So then we would ask you this. What verse in Luke tells you what Jesus said was his purpose statement? Und dann ist die Frage, welcher Vers in Lukas, yeah, drückt aus, was Jesus Sinn war, was war das der Sinn seines Lebens? Americans are very good at purpose statements. Und Amerikaner sind sehr gut in solchen Sinnfragen. Yeah. Who's the fellow who wrote, Sarah, the book on the purpose-driven church? There's an American who wrote a famous book on the purpose-driven church. Vielleicht wisst ihr, es ist, glaube ich, Rick Warren, der, yeah, das Buch geschrieben hat, Sinngeleitete Kirche. Ich weiß seinen Titel auf Deutsch nicht, aber Rick Warren ist ein großer Pastor in Amerika. So you look in the index, the text index at the back. Und ihr schaut einfach, was da hinten drin steht, so im Textübersicht. Ja, yeah, the index of the index, text. Stichwortverzeichnis. Yeah. Vielen Dank. The kingdom of God is not there. Das Königreich Gottes ist da nicht drinnen. I just was carrying in the car the book by Billy Graham. Und im Auto habe ich das Buch von Billy Graham. How to be born again. Wie man wiedergeboren werden kann. No message of the king. Nothing about the king. Das Kingdom, das Königreich Gottes ist da nicht drinnen. Nichts. So you don't have to be very smart to see the difference between the Billy Graham system and Abrahamic faith. Also man muss nicht besonders schlau sein, um den Unterschied zu sehen zwischen dem, was Billy Graham sagt, und das, was die Abrahamiten sagen. Right, we say in America it's not rocket science. Have you heard that? Ja, ich habe das gehört. You have seen it. Ich weiß nicht, ob es it's not rocket science. It's obvious. Es ist sehr einfach. Es ist sehr leicht zu verstehen. So I would say if it's not simple, it's probably wrong. Also was ich sage ist, wenn es nicht einfach ist, ist es wahrscheinlich falsch. Jesus was preaching to fishermen and farmers. Jesus hat zu Fischern und zu Farmern geredet. Did they have degrees in philosophy? Haben die Philosophieabschlüsse gehabt? Heaven forbid. No. Okay, so it is easy. The kingdom of God then is the purpose. So here's the question. What's the verse in Luke which speaks about the purpose of Jesus? And you all wrote it down quickly. Say, ask me something difficult. I know that. Did they say that? What? They know. Okay, too long. Sorry. Yeah, sorry. It was a little too long. The question is, what is the verse in Luke which describes the purpose of Jesus? Yes. Also die Frage, die er wieder stellen möchte, ist, was ist denn dieser Vers in Lukas, der wirklich den Sinn von Jesus sagt, beschreibt? He knows it. 1910. That will do. What does that one say? Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Yes, of course. That's a good purpose. Very good purpose. Excellent. Das ist ein guter Sinn. But there's another one earlier. I'll give you a clue. Luke 4, which verse? Ja, genau. Tipp. Lukas 4, Vers 43. Und er sagte zu ihm, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu hat Gott mich gesandt.
good. Gut. Very, very good. I'll repeat it. They are liking the preaching that Jesus does in the local synagogue. They like his preaching. Ja, sie mögen das, was Jesus lehrt in den lokalen Synagogen. And so they say to him. Und sie sagen zu ihm. Remain with us. Stay with us. Komm, bleib bei uns. Bleib bei and uns. Be our resident rabbi. Und ja, sei unser Rabbi hier vor Ort. And he said. Und er sagt. I must preach the gospel of the kingdom in the other cities also. Und ich muss die gute Nachricht vom Königreich Gottes auch in die anderen Städte bringen. That's the reason I was sent, commissioned. Das ist der Grund, warum ich auf die Erde gekommen ist. Das ist der Auftrag, den ich habe. Shall we argue about that? Sollen wir darüber diskutieren? I never hear this verse preached anywhere. Ich habe diesen Vers noch nie irgendwo gepredigt gehört, außer hier. Now if you are the body of Christ, ja, wenn ihr der Körper Christi seid, you're going to sound like Jesus. Ihr werdet ihr wie Jesus klingen. And you will be talking about the kingdom of God everywhere at every opportunity. Und ihr werdet überall und zu jeder Gelegenheit über das Königreich Gottes reden. You're even going to argue about the kingdom. Ihr werdet auch darüber diskutieren und streiten. Because Paul argued in the synagogue. Weil auch Paulus über dieses Thema gestritten hat und argumentiert hat. To persuade the people. Er hat versucht, die Leute zu überreden vom Königreich Gottes. Isn't that easy? Ist das nicht einfach? I didn't learn this in the Church of England. Ich habe das nicht in der Kirche von England gelernt. Okay, so you prepare your children not to be deceived by Armstrong. Also bitte lehrt eure Kinder nicht von Armstrong hinters Licht geführt zu werden. Exactly. Or by somebody else. Oder bei irgendjemand oder von irgendjemand Could anders. Be the Watchtower. Irgendeinem. Könnte vielleicht der Wachturm sein? Could be Ellen G. White. Könnte Ellen G. White sein? Who says that she was more than a prophetess? Könnte irgendein anderer Prophet sein oder Prophetin sein? You question that. Du musst das hinterfragen. Ellen G. White says that when the kingdom comes on the earth, it's going to come. Die Adventisten sagen, wenn das Königreich Gottes auf die Erde kommt. She says there will be nobody in the earth, only the devil. Da wird niemand auf der Erde sein, nur der Teufel. I hope you don't believe it. Ich hoffe, ihr glaubt das nicht. And there's a crime scene in her commentary. Und da ist eine Crime scene, ja, ein Tatort in der, in dem, was sie beschreibt. Kriminalgeschichte. Okay. Ein Krimi. In Jesaja 24, Vers 24. Towards the end. Ja, am Ende. It says that God is going to depopulate the world. Es sagt, dass Gott die Erde leeren wird von Menschen. It's going to be a terrible event. Es wird ein furchtbares Ereignis sein. And it then says there will be few people left. Und es sagt, dass nur wenige Menschen übrig sein werden. And Ellen G. White says. Und die Adventisten sagen. That God is going to depopulate the earth. Dass Gott die Erde leeren wird von Menschen. But then she goes. She leaves out. There will be few people left. Und dann lässt sie aber aus, dass dann ein paar Menschen übrig sein werden, was es in der Bibel sagt. Theology is a crime scene. Diese Theologie ist ein Krimi. You've got to be careful. Ihr müsst vorsichtig sein. Our friend Martin Luther says. Unser Freund Martin Luther sagt. That John, 1 John, in 1 John he says. Dann, dass im 1. Johannes gesagt wird, oder in Johannes 1 gesagt wird. That you must say that Jesus came ins Fleisch. Dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. I know enough German to know the difference between ins Fleisch und im Fleisch. Er weiß genug Deutsch, um den Unterschied zwischen ins Fleisch und im Fleisch zu wissen. Da ist ein großer Unterschied. So, it is a crime scene. Es ist wirklich ein Tatort. Okay. So here we are then with the Christadelphians having corrected us. Then what do we do? Came to America. Ja, also hier sind wir nun. Die Christadelphians haben uns korrigiert. Wir sind jetzt in Amerika. And we found some people. Und wir finden so ein paar Menschen. Who were founded in 1850. Sie haben sich in 1850 gegründet. God is one. Gott ist einer. Jesus is the human Messiah. Jesus der menschliche Messias. The dead are sleeping. Die Toten schlafen. Let me give you the verse. Lasst mich euch den Vers Ecclesiastes 9:5 says. Prediger 9 Vers 5. The dead know nothing at all. Is it clear? Let's get that clear. Die Toten wissen nichts. Sie wissen wirklich nichts. And then it says in Hades the grave, gravedom, you might call it, the whole area of the grave. Und dann es sagt über den Hades, über das große Grab, das Totenreich. There's no activity. Da gibt es nichts. So don't tell me your aunt is in heaven. Mary's not in heaven. Don't pray to Mary. Also erzählt mir nicht, dass eure Tante im Himmel ist oder Maria im Himmel ist.
actually the expression sleep of the dead is in Psalm 13:3. Dieser Ausdruck, dass die Toten schlafen, ist in Psalm 13, Vers 4. The immortal soul idea is very pagan and very Greek. Die unsterbliche Seele, es ist eine sehr griechische, eine sehr heidnische Idee. So these people in Oregon, Illinois, the Church of God. Also diese Menschen in Oregon, Illinois. They didn't kick us out. Sie haben uns nicht rausgeworfen. They said, come in, welcome. Sie haben gesagt, hey, ihr seid willkommen hier. I couldn't believe it. There were 200 people at the Bible study. Und ich konnte es nicht glauben. Da waren 200 Menschen an deren Bibelstudium. And they all believed that they were dead. Und sie alle haben geglaubt, dass die Toten tot sind. Wow. Other people have been less friendly. Andere Menschen waren weniger freundlich. Anthony, your narrow hips are going to burn in hellfire forever. Anthony, deine schmalen Hüften werden für immer im Höllenfeuer brennen. Yeah. Sometimes. Okay, so here we are, been teaching in the college for 25 years. Und ich habe in diesem College für 25 Jahre unterrichtet. It was very fun, small classes. Very es small. War sehr schön, es waren kleine Klassen, yeah. Es war sehr. So I had time to write too much. Too und ich hatte books. Sehr viel Zeit, um viele Bücher zu lesen, wie einige von da drüben seht. After you've written a lot of books, you forget what you've said. You have to look it up in your own book. Und nachdem du so viele Bücher gelesen hast, vergisst du manchmal, was du denn so geschrieben hast. Gelesen. Ja, ich habe schon verstanden. Ich habe nur meinen Kopf machen Knoten, macht nichts. Genau, also nachdem du so viel geschrieben hast, dann musst du es manchmal nochmal lesen, weil du vergessen hast, was du geschrieben hast. So we have now the Kingdom of God Gospel, Mark 1:14 and 15. That's where Jesus begins. Also nun haben wir die gute Nachricht vom Königreich Gottes. And it says, repent and believe the Gospel, of course. Und es sagt, ja, kehr um und glaube an die gute Nachricht. Because that's the program that Adam lost, isn't it? Weil das ist, was Adam verloren hat. So you better believe in a better way than Adam, get it right on the kingdom. Also dann glaub doch an was Besseres, an das, was Adam geglaubt hat. Glaube an das Königreich. You know what the Greek for kingdom of God is, maybe? Weil, wisst ihr, was das griechische Wort für Königreich Gottes ist? The Basilia to Theou. Basilia, kingdom, to Theou, of the God, of the one God. Yeah. Ja, genau. Easy, thank you. Einfach. Isn't that easy? Ist das nicht einfach? Then where would you go to show what the apostles preached after the cross, even? Also wo würdet ihr nachschauen, wenn ihr wissen wollt, was die Apostel nach der Kreuzigung predigten? You find in Acts chapter 1 verse 6. Ihr findet es in Apostelgeschichte 1 Vers 6. After Jesus had given them 6 weeks seminar on the kingdom. Nachdem Jesus ihnen wirklich 6 Jahre Intensivstudium über das sechs Wochen intensiv Bibelstudium Studium über das Königreich Gottes gegeben. She's allowed to make one mistake per year. That's it. Good thing you have a sense of humor. Okay. It says at the end of 6 weeks of instruction on the Basilia to Theou. Es sagt nach 6 Wochen der intensiven Lehre über das Königreich Gottes. They asked him a very good question. Haben sie ihm eine sehr gute Frage gestellt. It said, is it now the time to restore the kingdom to Israel? Ist jetzt die Zeit, wo wir das Königreich wiederherstellen können für Israel? And John Calvin said, und John Calvin sagt, Johannes Calvin, the fellow who used to burn Unitarians like you, der Mensch, der Unitarier verbrannt hat und verbrennen hat lassen, he said there are more errors in that question than there are words. Das sind more. More errors in das that sind mehr question. Fehler in dieser words. Frage denn als Worte überhaupt. Als Worte. Isn't that amazing? Ist das nicht super? Amazing. It's a wonderful question. Das ist beeindruckend. Das ist eine tolle Frage. So the coming of the kingdom includes the restoration of national now blinded Israel. They're going to see it. Also und das nationale Israel yes. wieder. Yes. I mean ethnic Israel, natural Israel. Ja, das natürliche yes. Israel wird wiederhergestellt. Die jetzt gerade blind sind, das wird wiederhergestellt werden. Because Jesus had said that the disciples would rule on 12 thrones to manage the 12 tribes. Ja, genau. Because Jesus hat gesagt, dass die 12 Jünger an 12 Jünger an 12 Thronen herrschen werden, um die 12 Stämme zu regieren. Now, why are we talking about this prophecy and kingdom? Why are we doing it? Warum reden wir über diese Prophezeiung und über dieses Königreich? Some people say. Manche Menschen sagen, I don't need all of this prophecy. I just want Christian living. Ich möchte diese ganze Prophezeiung nicht. Ich möchte einfach nur christlich leben. And my answer is that every word that proceeds from the mouth of God is life.
Und was ich glaube, ist aber, dass jedes Wort, das vom Mund Gottes kommt, Leben ist. So it's possible to make a false distinction between Christian living and prophecy and doctrine. Ich glaube, da kann eine falsche Unterscheidung zwischen christlichem Leben und Prophezeiung oder Lehre. You're supposed to live by every word. Ihr sollt nach jedem Wort leben. And the center of the word is the word of the kingdom. Und das Zentrum dieses Wortes ist das Wort vom Königreich Gottes. This will give you life. Das wird euch Leben geben. And energy. Und Energie geben. Maybe live longer, even now. Vielleicht könnt ihr dadurch sogar jetzt auf der Erde länger leben. If you choose to believe something that's false, wenn ihr euch dafür entscheidet, etwas Falsches zu glauben, you might as well put cyanide in your coffee. Könntet ihr auch Cyanid in euren Kaffee geben. These are not boring doctrines, they're life. Das sind keine langweiligen Lehren, sie geben Leben. Okay, so what is the Hebrew for kingdom of God? Was ist das hebräische Wort für Königreich Gottes? The Malchut Shamayim. The Malchut. Malchut Shamayim. Shamayim. Okay. It is everything for Jesus. Das ist alles für Jesus. And it's everything for you. Und es ist alles für euch. If you don't preach about the kingdom all the time, wenn ihr nicht die ganze Zeit über das Königreich lehrt, you don't sound like Jesus. Hört ihr euch nicht wie Jesus an? You may be very sweet and kind and good, but you don't sound like Jesus. Ihr mögt vielleicht sehr lieb und nett und freundlich sein, aber ihr hört euch nicht wie Jesus an. I find that interesting and easy. Ich finde das interessant und einfach. Okay, so we've got Mark 1, 14 and 15, we've got Luke 4, 43. Ja, wir haben Markus 1, Vers 14. Yes, and then Luke 4, 43. And then Lukas 4, Vers 43. And now we've done Acts 1, 6. Und wir haben uns Apostelgeschichte 1, Vers 6 angeschaut. I've got an article I wrote that was published by a magazine many years ago called Acts 1, 6 and the Eclipse of the Kingdom. Und ich habe einen Artikel geschrieben über Apostelgeschichte 1, Vers 6, dass der Sonnenaufgang des Königreichs heißt Eclipse. Nein, Eclipse ist Aufgang, oder? That's good. Yeah, you got the point about the kingdom. All right, what happens then in Acts 8, 12? Was passiert dann in Apostelgeschichte 8, Vers 12? Was steht denn in diesem Vers? 8, 12, yeah. 8, 12, easy. You all know the verse. Ihr wisst das doch alle. You don't know. I still have a job then. You don't know. I have a job still. Wenn ihr das nicht wisst, habe ich noch einen Auftrag. Gottes in Samaria. Yes. Exactly. What, how does the verse go now? Philip was preaching. What was he saying? It says that he was preaching the kingdom of God. Und es redet von Philippus und er predigt vom Königreich Gottes. And it was then going to be baptizing. Und er redet vom Taufen. Very important. Es ist sehr wichtig. There's a group of Unitarians out there. Da ist irgendwo eine Gruppe von Unitariern hier. Who deny that water baptism is important. Und diese Unitarier sagen, dass die Taufe in Wasser nicht wichtig ist. I would really want to tread on their toes very hard. Und ich würde sehr gerne sehr sehr arg auf deren Füße treten. Okay. So in Hebrews 5:9, another verse for Hebrews 5:9. In Hebräer 5 Vers 9. It says. Es sagt es. Salvation is given to those who obey Jesus. Die Rettung ist denen gegeben, die Jesus folgen. So what happens to those who don't obey Jesus? Also was passiert mit denen, die nicht Jesus gehorchen? Yeah, that's right. Huh? If salvation is given to those who obey, then it's a disaster for those who don't obey. Ja genau. Also wenn die Rettung denen gegeben wird, die Jesus gehorchen, dann ist es ein Desaster für die, die nicht Jesus gehorchen. We don't hear this word obedience very much in preaching. Wir hören dieses Wort Gehorsam nicht so oft in Predigten. We hear about law and grace, which is very good today. Interesting. Wir hören über Gesetz und Gnade. Das ist sehr gut, sehr interessant, darüber heute Morgen zu hören. But you can use the first chapter of Romans and the last chapter of Romans, the first and the last of Romans. Und ihr könnt das erste und das letzte Kapitel von Römer benutzen. It talks about the obedience of faith. Und es redet über den Gehorsam durch den Glauben. You cannot have faith without obedience. Ihr könnt keinen Glauben haben ohne Gehorsam. And you cannot have obedience without faith. Und ihr könnt nicht gehorsam sein ohne den Glauben. As we say, this frames the book of Romans. Und wir sagen, das rahmt dieses Buch der Römer wirklich ein. So everything inside that frame is about that subject. Und alles in diesem Buch ist eben über dieses Thema. Okay. So you can talk about the kingdom everywhere. In Georgia you can do it easily. Und ihr könnt über das Königreich Gottes überall reden. Du kannst darüber in Georgia reden. You can say at the checkout counter. Ihr könnt das sagen, wenn ihr bezahlt.
Isn't the kingdom going to be great? Ist das, wird das Königreich nicht toll sein? Look at you, so you're a little bit wacko, but you get away with it. Ja, ihr scheint vielleicht ein bisschen komisch zu sein, ein bisschen verrückt, aber ihr könnt damit durchkommen, wenn ihr es sagt, beim Bezahlen. So we do that. Also, sagt, machen wir das. Yeah, that's good. The point is, you are going to be something in the kingdom. Das, was ich sagen will, ist, ihr werdet jemand sein im Königreich. I say this, not just hold the door for 1,000 years. Ihr werdet nicht nur die Tür aufhalten für 1,000 Jahre. It's a bit boring. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Like playing a harp on a pink cloud. Das ist ähnlich langweilig, wie eine Harfe auf einer pinken Wolke zu spielen. So somebody read for me Revelation 2, 26 and 27. Kann jemand Offenbarung 2, Vers 26 und 27 vorlesen? Somebody with a nice clear German accent there. Jemand mit einem schönen deutschen Akzent. Wer ihn überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und ich will die Macht geben über die Nationen. Louder, please. Yell it. Auswendig nochmal lauter. He knows it. That's wonderful. That's great. Wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Nationen. So in diesem Sinn. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, den ich meinem Vater empfangen habe. So if you want to be like Jesus, that's what you're going to do. Wenn du wie Jesus sein willst, musst du das tun. This is the messianic part of the kingdom that is so important. Das ist der messianische Teil des Königreichs. There's another verse in Luke 19:27. Da ist ein anderer Vers in Lukas 19 Vers 14. It says that yes, 19:27 Lukas whatever. Ja, Lukas 19 Vers 27. Where Jesus said, "Bring those who didn't want me to rule over them." Wo Jesus sagt, bring zu mir diese, die nicht von mir regiert werden wollen. And slaughter them in my presence. Und bringt sie in meiner Gegenwart um. There is a tough side to Jesus we don't preach. Da ist wirklich eine harte Seite von Jesus, die wir nicht oft predigen. One lady theologian said, Jesus could not have said that. Und eine weibliche Theologin hat gesagt, Jesus konnte das nicht predigen. Das kann nicht wahr sein, dass er das gepredigt hat. Okay. Talk about everlasting life. We have that. I hear it all the time. Everlasting life, eternal life, eternal life. Können wir mal kurz über ewiges Leben reden? Yeah. It's actually not a good translation. Das ist keine gute Übersetzung. It's not wrong. Es ist nicht falsch. But it's vague. Aber es ist sehr vage. And the devil is master of vagueness. Und der Teufel ist sehr, sehr gut darin, Wagnis zu verbreiten oder ja, Unsicherheit zu verbreiten. It means the Hebrew is the Chaye Olam. Da ist Chaye Olam. Chayim Olam, das ist das hebräische Wort. Chaye Olam. Chaye Olam, das ist das hebräische Wort dafür. Yes. The life of the future, the life of the age. Das Leben in der Zukunft, das Leben von dem Zeitalter, das noch kommen wird. So, the rabbi said, so dieser der Rabbiner hat gesagt, if it's the life of the future age, wenn es das Leben von dem Zeitalter ist, das noch kommen wird, then it's the life beyond the resurrection in the future age. Dann ist das das Leben, nachdem wir wieder auferweckt werden, right, in der Zukunft. And in church, all I learned about was going to heaven. Und in der Kirche habe ich nur darüber gelernt, dass wir in den Himmel kommen. This is the life of the future age. Nicht über das Leben in der Zukunft. Everlasting life or eternal life. Ich habe nur vom ewigen Leben, vom niemals endenden Leben gehört. So you can teach the children Chaye Olam. Also könnt ihr euren Kindern Chaye Olam beibringen. Your Germans is very easy. Wenn ihr Deutsch seid, ist es sehr einfach für euch. Because you've been saying Johann Sebastian Bach all your life. Weil wir für unser ganzes Leben schon Johann Sebastian Bach gesagt haben. Okay. So another public misunderstanding. Ein anderes sehr weit verbreitendes falsches Lehre, die verbreitet wird. The word in the Bible, the word for word, das Wort für Wort in der Bibel, is very often the gospel of the kingdom. Ist sehr oft das Wort oder das meint das die Nachricht vom Königreich Gottes. Somebody could read Matthew 13, 19 for us. Kann jemand Matthäus 13, Vers 19 13, vorlesen? 13, maybe Ephraim reads it. Maybe vielleicht Ephraim. Or something. So, wenn oder jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Okay, the parable of the sower. Ja. The word is often the word of the kingdom. Ja, dieses Wort ist oft das Wort des Königs vom Königreich Gottes. Just like USA means United States of America. Just
Genauso wie USA malen die Vereinigten Staaten von Amerika. But if you think it's the United Stamp Association. Aber wenn du natürlich denkst, es ist vielleicht die Vereinigte Briefmarkenvereinigung. Then you're a model. Dann bist du falsch. Confused. Dann bist du ein bisschen verwirrt. Yeah. How many words can you misunderstand before you don't understand anything? Wie viele Wörter kannst du falsch verstehen, bevor du gar nichts mehr verstehst? I'll give you another one. Ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Spirits. Wir sind Geister. We had it the other day. He was using the traditional pronunciation, Pneuma, like the German, or like Deuteron. Ja, genau. Also, Pneuma. The plural is Pneumata. In modern Greek, we teach it with modern Greek pronunciation. Ja, genau. Also wir, der Plural von Pneuma ist Pneumata. Und wir unterrichten das im modernen Griechisch. That's exactly right. In modern Greek, Pneumata. In modern Greek, it's Pneumata, no? Yes, in, exactly. Pneumata. Ja, im modernen Griechisch sagen wir Pneumata. Yes. You can look it up in your dictionary. Ihr könnt es in einem Wörterbuch nachschauen. It never means human beings. Es meint niemals menschliches Wesen. I'm talking about the meaning of words. Ich rede von der Bedeutung von Wörtern. Pneumata never means human being. Pneumata meint niemals ein menschliches Wesen. Now a human being can have a spirit. Natürlich, ein menschliches Wesen kann einen Geist haben. Haben, aber nicht sein. But aber not es be. Kann kein Geist sein. We cannot say there are 70 spirits right here. Wir können nicht sagen, das sind 70 Geister hier. We can say there are 70 souls. Wir können sagen, hier sind 70 Seelen. Yes. But not 70 spirits. Aber nicht 70 Geister. So you go home. Also geh dir heim. And you don't believe a word I say. Und vielleicht glaubst du nicht ein einziges Wort, das ich sage. You say, oh God, maybe I need to learn something here. Und sie sagen, oh Gott, vielleicht muss ich hier was lernen. Or not. Or not. Oder nicht. So Pneumata is found in 1 Peter chapter 3. Also Pneumata kann man in 1. Petrus 3 lesen. Yes, chapter 3. Pneumata. Jesus went and preached to the Pneumata in prison. Und Jesus hat zu den Pneumata im Gefängnis gepredigt. Den Geistern, ja. After he was alive. Nachdem er lebendig war. Not when he was dead. Nicht als er tot war. Because you cannot preach to somebody when they are dead. And Jesus cannot preach when he's dead. Natürlich, weil man nicht zu etwas Toten predigen kann und auch Jesus, als er tot war, konnte nicht predigen. What a wonderful truth is the sleep of the dead. Was für eine wunderschöne Wahrheit ist der Schlaf der Toten. It would prevent you from the error of thinking that Jesus was preaching when he was dead. He wasn't. Ja, und es wird euch von dem Fehler bewahren zu denken, dass Jesus gepredigt hat, als er tot war, weil er es nicht konnte. I have discovered these things. Ich habe diese Dinge entdeckt. Not very difficult. Sie sind nicht sehr schwierig. By long dialogue with other people. Aber sie sind in einem sehr langen Dialog mit anderen Menschen. You can learn so much just by kind interaction. Und ihr könnt so viel lernen, wenn ihr nur freundlich mit den Menschen interagiert und euch austauscht. So Pneumata means. Also Pneumata, Geister, bedeutet. Angels or demons. Es meint entweder Dämonen oder Engel. Yes. Hebrews 1:14 says. Hebräer 1:14 sagt. The angels are ministering spirits. Es sagt, dass Engel dienende Geister sind. Yes, they're ministering, serving Pneumata. Sie sind dienende Pneumata, dienende Geister. And in the Gospels, Jesus said, "Rejoice, because the Pneumata have been subdued under you." Ja, und in John, nein, wo? It's in the Gospels. In den Evangelien sagt es, dass die Pneumata euch dienen werden, dass die Geister werden. Ja, yeah, so if you believe this. Wenn ihr das glaubt, you're going to get kicked out of the Christadelphian Church. Werdet ihr aus der Christadelphian Church rausgeworfen werden. You got the point. Pneumata, you can check it. Bereans, they check the scriptures daily. Right? Yeah, also you can das nachschauen. Die Berührer haben das täglich in der Schrift geprüft. Good. That's the sort of thing that helps you to read the Bible intelligently. Das ist nur was euch hilft, die Bibel intelligent zu lesen. Yeah. So I'll leave you with one other key text. You hear me saying it often. Ja, ich möchte euch noch einen anderen Text nahebringen, der mich sehr beschäftigt. It goes like this. Er geht so. Daniel 12:1-3. Daniel 12:1-3. Is a Bible master key. Es ist ein Master-Schlüssel für die Bibel. Yeah.
ist sehr hilfreich für das Verständnis der Bibel. Schlüsselvers zum Verständnis der Bibel. Daniel 12, 1, 2, 3 ist ein Bible-Schlüsselvers. Ist ein Schlüsselvers für die Bibel. I found that very interesting. Ich finde das sehr interessant. It will put an end to all the arguments about amillennialism, postmillennialism and premillennialism. Es setzt diese ganzen Diskussionen about premillennialism, vormillennium und während dem Millennium und nach dem Millennium. Da gibt es Diskussionen speziell unter diesen Begriffen. Pre-post and amillennialism, no millennium. It will solve all those maddening arguments. Es wird all diese ermüdenden und verrückten Diskussionen beenden. So it will tell you when the great tribulation is going to be. Und es wird euch sagen, wenn diese große Unruhe sein wird. I have noticed here. Ich habe hier bemerkt. It is not the great tribulation. Hier ist keine große Unruhe. It's not the great tribulation. Trübsal. It gets worse. The great tribulation is in the future. The future immediately after that Jesus comes back. And Trübsal ist kurz nachdem Jesus nachdem Jesus wiederkommt. So I'm suggesting that simple thing. Bevor Jesus wiederkommt. Yes, exactly. That's called premillennialism. Es ist genannt Vormillennialismus. Right. The time when you are going to rule with Jesus on the earth. Epitesis. Jude others say no. Over the earth. What? In the sky. Over the earth. No. On the earth. Every Greek knows me. I got carried away. Sorry. On the earth. Ja, also wir werden auf der Erde regieren. Yeah, exactly. With Jesus. Mit Jesus. So you can say to your friends. Also könnt ihr zu euren Freunden sagen. In the Baptist church. In der Baptistengemeinde. Jane, why do you want to go to heaven when Jesus won't be there? Jane, warum willst du dann in den Himmel, wenn Jesus da gar nicht sein wird? Ich habe es erst verstanden. Es geht um die Entrückung, ob die jetzt vor oder während oder nach der großen Trübsal erst sein wird. Ja. Das war die Frage. Und diese Frage erübrigt sich mit Daniel 12, 1, 2, 3. Ja, okay. It's a key. I learned this by long dialogue from 9 months. Ich habe es. In nice person. Ja, ich habe es über einen langen Dialog gelernt mit einer anderen Person. Ja. Es hat 9 Monate gedauert, für mich das zu verstehen. So that's the kingdom of God, and you would start then in Daniel chapter 7, maybe. Also das ist das Königreich Gottes, und du wirst dann vielleicht anfangen in Daniel 7. Where you find that the previous kingdoms are destroyed by Jesus when he comes to bring the kingdom. Und da wir lesen, dass die früheren Königreiche zerstört werden von Jesus, wenn er kommt. Absolutely. So let's have somebody read. I think it's Alex loves this verse. Chapter 7. No, he likes 2:44. Let's do it first. Daniel 2:44. So wir werden Daniel 2, Vers 44 lesen, wenn das jemand vorlesen kann. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selber aber wird es ewig bestehen. Wonderful. Is it clear? Ist es klar? I didn't learn this in the Church of England. Ich habe das nicht in der Kirche von England gelernt. Clergy did not know it. Die Geistlichen wussten das nicht, die Leiter der Kirche haben das nicht gewusst in der. And so when we ask the clergymen in the Church of England, when do you preach on the Trinity? We said, when do you preach on the Trinity? Wenn du die Geistlichen in der Kirche von England fragst, wann predigt ihr über die Einheit? Wir haben ihn gefragt, wann predigt ihr über die Dreieinigkeit? Right. He said, that's the worst sermon I have to give. I'm supposed to preach once a year on the Trinity. I hate that. I don't like to do it. Und er hat gesagt, oh, ich hasse es. Einmal im Jahr muss ich über die Dreieinigkeit predigen, aber ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse diese Predigt. In that chapter 7, the 27th verse. Und in diesem Kapitel 7, Vers 27. It says. Es steht da. In the Hebrew. Im Hebräischen. All the nations and languages and kingdoms are going to have to serve you, not just God. I get that. Not just Jesus. I get that. Are going to have to obey you. Wow. I don't hear that preached. Und in diesem Kapitel stehen, dass alle Nationen dienen müssen, und zwar euch dienen müssen. Nee, Jesus dienen. Who do they have to serve? Jesus? They have to serve Jesus and God and you. Ah, genau. Sie müssen Jesus und Gott dienen, euch dienen, all die Nationen. You don't hear many sermons on it. Man hört nicht so viele Predigen über das in der Gemeinde. It's amazing. Es ist beeindruckend, es ist faszinierend. Order on earth. Order wir haben wirklich
Wir werden was Geregeltes haben. Wir werden Ordnung auf der Erde haben und Frieden auf der Erde haben. Okay, so you got the idea. You must preach the kingdom of God to your friends always. Also ja, ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr müsst das Königreich Gottes immer euren Freunden weitergeben. We have found with the internet. Wir haben das Internet entdeckt, erfunden. That there are lots of people out there. Das sind wirklich viele Menschen in der Welt. Who love that because the Bible is becoming clear for them now. Weil nun und sie lieben das, weil die Bibel nun endlich klar wird für sie. You should sit down and read half of Isaiah, 40 chapters, one sitting, not two verses, one on the refrigerator. Ihr solltet wirklich Jesaja durchlesen, in einem Zug, in einer Sitzung, nicht nur zwei, drei Verse auf einmal. The prophets only say two things. Der Prophet sagt nur zwei Dinge, die Propheten sagen nur zwei Dinge. Says right now it's very bad. Er sagt nur, jetzt gerade ist es wirklich schlecht. But in the future the prophets say it's going to be marvelous. Aber in der Zukunft sagen die Propheten, wird es wunderbar. People will not be dying of cancer. Menschen werden nicht an Krebs sterben. Because the food system has been polluted. Weil das Essenssystem verschmutzt wurde. And so you want to stay away from too much sugar. No sugar, please. Ihr wollt nicht zu viel Zucker essen. Zucker ist schlecht. In the kingdom you will be able to enforce this. Aber im Königreich Gottes wird es nicht geben, da wird es durchgesetzt werden. Clear. All right, so the kingdom of God then is, as somebody said this morning, the reason for your existence. Also, wie heute Morgen gesagt wurde, das Königreich Gottes ist der Grund, warum ihr hier seid. Any other verses on the kingdom that you just love? Tell me any other. Sind da irgendwelche andere Verse über das Königreich Gottes, die ihr liebt, die ihr teilen möchtet? Ja. Das Königreich ist inwendig. The kingdom of God is within you. Yeah. Okay, let me comment on that. The kingdom of God is within you is almost certainly not what the Greek says. Almost certainly. Also dass das Königreich Gottes inwendig ist, ist wahrscheinlich nicht das, was im Griechischen sagt. King James says that probably. Die King James Version im Englischen sagt das wahrscheinlich. The kingdom of God will be probably among you. Das Königreich Gottes wird wahrscheinlich unter euch sein. You can read the context. Ihr könnt den Kontext lesen. You say that people will say, kingdom of God is over here. Hey, it's over here. No. The kingdom of God is all over, visible among you. Ja, genau. Not a secret thing, much less in the hearts of the Pharisees, right? Not in the hearts of the Pharisees. Ja, genau. Also das Königreich Gottes wird überall sichtbar sein. Yeah, that's good. So you can say to your friends, no verse says that you've inherited the kingdom. You haven't. Und ihr könnt zu euren Freunden sagen, nirgendwo steht, dass ihr das Königreich geerbt habt. Das steht nirgends. So most of the kingdom verses are for the future. Also die meisten der Verse über das Königreich sind tatsächlich für die Zukunft. That's right. You can always say then that nobody has entered the kingdom exactly. Ihr könnt auch sagen, dass noch niemand in das Königreich eingetreten ist. But I believe that you are the kingdom here. Aber ich glaube, dass ihr das Königreich seid. I believe that you are the true Jews. Ich glaube, dass ihr tatsächlich die wahren Juden seid. You are the true circumcision. Ihr seid die wahren Beschnittenen. However, there is still a future for now ethnic blinded Israel. Aber ich glaube, da ist auch eine Zukunft für die jetzt gerade blinden Juden, die jetzigen blinden Israeliten. That's Romans chapter 9, 10 and 11. Das ist Römer 9, Vers 10 und fortfolgende. Where Paul says that he is brokenhearted because of his physical brothers and sisters. Wo Paulus sagt, dass er wirklich ein gebrochenes Herz hat wegen seiner Brüder und Schwestern, den jüdischen Israeliten. Und dass Gott streckt seine Hand aus in Wut über diese sturen Menschen. But at the end of that section, aber am Ende dieses Abschnitts, he says all Israel, he's talking about now blinded Israel. Und er sagt, dass nun alles Israel, also das ganze blinde Israel, at least a remnant of Israel, auf jeden Fall ein Überbleibsel oder ein Teil von den Rest, danke schön. Not necessarily every Jew just because he's a Jew. Nicht jeder Jude, nur weil er ein Jude ist. That's good. So you think in a linear fashion, right? Now blinded, then a remnant saved. Ja, genau. Also ihr denkt, also jetzt sind sie blind, aber in Zukunft wird es ein Rest sein, der gerettet werden wird. That's good. You have to think in a linear fashion. Ihr müsst in einem linearen Weg denken, in einem geraden Weg. Ja. Okay, what else should we talk about? The other kingdom verses that Dein Reich kommen. Yes. The word kingdom occurs twice in the Lord's Prayer. Twice. Yeah, das. Thy kingdom come. Ja, genau. Das Königreich Gottes kommt tatsächlich zweimal im Vater unser vor. For yours is the kingdom, the power and the glory. It's marvelous. Denn dein ist das
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Okay, let's finish with a little bit of music from Fiddler on the Roof. Also enden wir mit ein bisschen Musik von einem Geiger auf dem Dach. I told you about the life of the age to come. Chaye Olam. Ich habe euch von diesem Leben in dem Zeitalter, das noch kommen wird, erzählt. Many translations use that now. The life of the age to come. Everlasting life is a bit vague. The life of the age to come. You were looking forward. Okay. Sure. Ja, genau. Also, früher hat man oft gelesen, das unendliche Leben und das Leben, das für immer sein wird. Heute liest man in mehr Übersetzungen das Leben von dem Zeitalter, das noch kommen wird, was genauer ist als das andere. Bishop Wright of England has that in his translation now. Genau, sogar die Bischöfe von England haben das jetzt in jeder. Of the age to come. Yes. Ist das einfach, is it simply 1,000 years? I would call the first 1,000 years the first stage of the continuing kingdom of God. Only the first stage. Because there are other ages beyond that. Yeah, that's good. You are going to see Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom. Ich würde das kurz übersetzen, für die, die es nicht verstanden haben. Also er sagt, dass eben diese 1,000 Jahre sind die erste Stufe von diesem unendlichen Königreich, das kommen wird. Certainly it is the kingdom, because when you see Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom, that's when Christ comes back. Ja, natürlich muss das Königreich sein, weil wir im Königreich Abraham sehen und Josef und allen sind. So the event which marks the beginning of that kingdom, the event. Also das Ereignis, das den Anfang dieses Königreichs zeigt, is called the Parousia. Is called the Parousia. 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 It's a Greek word. Das ist die Entrückung. Yes. There's so much confusion about a pre-tribulation rapture. There is none. Only one parousia. Only one. Genau. One parousia. Da ist so viel Frage und Verwirrung über diese Trübsal oder ein Vortrübsal, aber da ist nur eine Entrückung. So if people want to talk to you about the rapture, you say, what do you mean first? What do you mean by the rapture? Also, wenn euch da Leute fragen, was ist mit diesem Rapture, ist das ein Reis? Nee. Entrückung. Entrückung. There is a catching up to meet Jesus as he's coming down. That's clear. Da ist ein. There is an event which is going out to meet the Lord as he is coming down. So da wird wirklich ein Ereignis sein, wo wir nach oben kommen werden, aber Jesus wird uns entgegenkommen. But there are not two second comings. Aber das sind keine zwei Wiederkünfte von Jesus. And you shouldn't set any dates. Und ihr sollt keine Tage festlegen. If you hear Stephen setting dates, you tap him on the shoulder. Also wenn ihr Stefan hört, wie irgendwie Tage festlegt, dann. Notice the Jehovah's Witness said he was going to come back in 1880. Also erinnert euch daran, die Jehovas Zeugen haben gesagt, dass Jesus in 1880 wiederkommen wird. And then 1914. Und dann 1940. And then 1980. Und dann 1980. Etc. 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 And so on. Und so weiter und so weiter. Don't do it. Macht es einfach nicht. It's a death penalty crime in the Old Testament. Es ist wirklich ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht im Alten Testament. That's good. So when Christ comes back, he's going to appoint all of us, take 5 cities, 10 cities. Well done, good and faithful servant. Oh, well, Jesus did. I get that. I understand that. God did it. I get that. How about well done, you? Genau. Also später, wenn wir. Yeah. Jesus wird uns anschauen und wird uns sagen, ah, okay, gut gemacht, mein treuer Diener. Du wirst über 5, über 10 Städte gestellt werden. Und sagt dann nicht, nee, es war alles Jesus, es war alles Gott. Nein, du, mein treuer Diener. Yes. Those are good verses. Das sind gute Verse. Some of you are saying, yeah, I hope I'll be there. Und manche von euch sagen, oh, ich hoffe, ich werde da sein. Yeah. Paul is a little bit more positive than that. Paulus ist ein bisschen positiver als das. Yeah. Okay, so we get back to the fiddler on the roof. How does it go? Also, wir gehen zurück zum Geiger auf dem Dach. They have a wedding there, and they get a little bit tipsy. Sie haben da eine Hochzeit und alle werden ein bisschen angetrunken. Yeah, and they sing a song. You know how it goes? Und sie singen einen Song. Wisst ihr, wie er geht? To life, lechayim. There it is, chayim. To life, lechayim. They jump on the table. I won't do that. Genau, sie singen das Leben, das nächste Wort verstehe ich nicht, und sie hüpfen auf den Tisch. Auf das Leben. Mhm. Und sie hüpfen auf den Tischen. Na gut. Lechayim means for life. Ist das nicht toll? Ja, das Leben. Das Chaye Olam, the life of the age to come. Und Lechayim, das Leben von dem Zeitalter, das noch kommen wird. That's good.
Then remember that word is often the word of the kingdom. Und dann erinnert euch daran, dass das Wort oft das Wort vom Königreich Gottes ist. People pick up a Bible. Menschen nehmen eine Bibel. And they say, I've got the word of God here. Got the word of God. Und die sagen, ja, ich habe hier das Wort Gottes. Scriptures would be better. Und die Schriften. Schriften würden besser passen. Es würde besser passen, wenn wir sagen würden, wir haben hier die Schriften Gottes. But word then is the technical in-house word for the word of the kingdom. Aber tatsächlich ist das Wort so das interne Wort für das Wort vom Königreich Gottes. Code word, if you like. Ja, so das Code Word, also Code das, word. Das Schlüsselwort dafür. I'll just very briefly show you that in Acts chapter 8. Und ich möchte euch das kurz zeigen in Apostelgeschichte 8. It says that Philip went down to preach the word. Und das redet es davon, dass Philippus ausgeht, um das Wort zu predigen. So what was he doing? Also was hat er getan? Word. So was hat er gemacht? Er stand da und hat gesagt, Wort. Then he went to preach Christ. Nein, er hat natürlich Christus gelehrt. So what was he doing? Christ. God, no. Also hat er gemacht, Christus. She's very off the world. Very good. Okay, so no, in verse 12. Nein, in Vers 12. Luke is a brilliant writer. Erklärt es. Lukas ist ein brillanter Schreiber. Right. The only non-Jew of the nine people who wrote the New Testament. Er ist wahrscheinlich der einzige Nicht-Jude, der was zum Neuen Testament beigetragen hat. So then he explains in verse 12, Acts 8:12. Also dann sagt er in Vers 12. And he knew it well. When they believed Philip, as he was preaching the gospel about the kingdom. Und dann, als er sagt, ja, und sie glaubten Philippus, als er vom Königreich Gottes gepredigt hat. They believed it. Yes, you persuaded me. I understand it. Und sie sagten, ja, ich glaube, was du uns gepredigt hast. There's a kingdom coming. You're going to be immortalized. You're going to rule the world forever. Peace on earth. Ja, und dann wird dieses Königreich kommen. Ihr werdet unsterblich sein und ihr werdet über dieses Königreich so regieren. Then they were ready to be baptized in water. Und dann waren sie bereit, in Wasser getauft zu werden. Some of our fellow Unitarians say, no, baptism is out. Und andere unserer Mitgeschwister, unser Unitarier, sagen, nein, tauf nicht in Wasser. Mach das nicht. So that is the kingdom of God gospel. It's a wonderful truth. Das ist die gute Nachricht vom Königreich Gottes. Mm-hmm. Okay, anything else that we could cover usefully? Irgendwas anderes, was wir reden sollten? Okay, check over. Acts chapter 28. Yes, please. Chapter 28. Actually, just before you do, let's do the 8 kingdom texts in Acts for your friends. 8 times. Okay, so in Apostelgeschichte ist 8-mal die Rede vom Königreich Gottes. This is very important because. Es ist sehr wichtig, weil. Your friends are there. Weil eure Freunde da sind. Mostly think the teaching of Jesus is not for us. Die meisten denken, die Geschichte von Jesus oder die Lehren von Jesus sind nicht für uns. Right. From a preacher. Von einem Prediger. Er sagt. Many people today think that the essence of Christianity. Viele Menschen heute denken, dass das Essenz des der Christenheit. Is Jesus' teachings. Dass dieses Zentrum Jesus' Lehren sind. But that is not so, he says. Aber das ist nicht so, sagt er. What counts really. Was wirklich zählt ist. Is that God came and died for you. Ist, dass Gott kam und für uns gestorben ist. Das ist, was dieser Prediger gesagt hat. I don't mean to be rude, but I call that dementia. Ich möchte nicht gemein sein, aber ich denke, das ist wirklich geistige Verwirrung. You don't help them. You are going to help those people. Ihr werdet diesen Menschen helfen. Yeah. We try to help them to see what we see about Jesus' teaching. Wir wollen ihnen helfen, dass sie auch sehen, was wir über das sehen, was Jesus gelehrt hat. Let's finish with 8 kingdom texts in Acts. Und ich möchte wirklich beenden mit diesen 8 Versen oder 8 Stellen in Apostelgeschichte. Because some people try to pull the New Testament in half, cut it in half. Weil manche Menschen versuchen wirklich dieses Neue Testament auseinanderzuschneiden und in der Mitte zu teilen. They use a false verse in King James Version in English. Sie benutzen einen falschen Vers in der King James Version im Englischen. Mistranslation. Rightly dividing the word of God, it says. False. They're not dividing it. Ja, genau. Und sie sagen, sie teilen dieses Wort Gottes, aber das ist falsch. So, the 8 kingdom texts in Acts. Also diese 8 Texte über das Königreich in der Apostelgeschichte. You start with Acts 1:3. Wir starten mit Apostelgeschichte 1, Vers 3. Not Daniel 12:1-3. Acts 1:3. Apostelgeschichte 1, Vers 3. So what does it say? Was sagt das? Was sagt diese Stelle?
Somebody can read that for us, please? Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. For 6 weeks. Für 6 Wochen. You had this for 1 hour. Ja, wir haben jetzt nur eine Stunde darüber geredet. Can you preach the kingdom of God for 6 weeks? Can you? Könnt ihr 6 Wochen lang über das Königreich Gottes lehren? It's fun. Es macht Spaß. Okay, that's 1:3. Now 1:6. What is 1:6 say? Nun können wir Kapitel 1, Vers 6 lesen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Right. Very good. Now 8:12 once more. 8:12. Nun Kapitel 8, Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Ist das schwer? Nee. Billy Graham never preaches that. Ihr werdet Billy Graham das nie predigen hören. So we don't help him. Don't curse him, help him. Get out there and talk to him. Also bitte verflucht ihn nicht, aber helft ihm. Ihr könnt das nämlich nicht mehr, weil er tot ist. He's dead. Okay. Then after Acts 8, where we do Acts 14:22. Nun Apostelgeschichte Kapitel 14, Vers 32. 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Sehr klar. You all have troubles in your life. Ihr habt alle Schwierigkeiten, alle Probleme in eurem Leben. Because you are the Navy SEALs being trained. Do you understand Navy SEALs? Ja, genau. Ihr seid die Spezialgarde von Gottes Armee. It's a very tough training. Es ist ein sehr hartes Training, das ihr durchlauft. So if some disaster happens in your life, it's part of your training. Wenn etwas Schlimmes in eurem Leben passiert, dann ist es Teil eures Trainings. Mm-hmm. Okay, let's do 19:18. Kapitel 19, Vers 18. That's good. 18 oder 18? What do you got? Is it verse 8 or? Okay, sorry, no, verse 8. 19:8. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Amazing. Can you do it? Ist das nicht toll? 3 Monate lang, könnt ihr das? With just an Old Testament, Paul didn't even have it. Und es war nur das Alte Testament. Paulus hatte nicht mal das Neue Testament. Okay, that's 19:8. Then we are 20 verses 24 and 25. Chapter 20. Kapitel 20, Vers 23 und 24 and 25. 24 und 25. Das ist wirklich ein wichtiger Vers, ein Schlüsselvers. The devil does not like this verse. Der Teufel mag diesen Vers gar nicht. It gives the game away. Ja, es nimmt ihm das Spur, es nimmt ihm alles weg aus der Hand. So Acts 20, verses 24 says. So, ja, er wird es vorlesen. Ja. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Okay. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. The gospel of the grace of God is the same exactly as the gospel of the kingdom. No difference. Genau, das Evangelium von der Gnade Gottes ist das gleiche wie das Evangelium vom Königreich Gottes. Da ist kein Unterschied. I have heard evangelicals preach verse 24 and stop. Ich habe auch Evangelikale den Vers 24 predigen hören und dann einfach, sie haben einfach aufgehört. The devil does not want to hear that the kingdom of God gospel is the same as the gospel of the grace of God. Und der Teufel möchte das nicht hören, dass das Evangelium vom Reich Gottes das gleiche ist wie das Evangelium der Gnade Gottes. So that's the crime scene there. Das ist wirklich dieses Verbrechen, das da passiert ist. And it's so important. Und es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass es Paulus ist, der das hier predigt. He has the point exactly, because people say, well, Paul doesn't preach the kingdom. False. Absolutely false. Und genau, er sagt da was wirklich Wichtiges, weil viele Leute sagen, aber Paulus hat das Königreich Gottes gar nicht gepredigt. Aber wir sehen es in Apostelgeschichte, er hat es gepredigt. So one of my friends said, also einer meiner Freunde hat gesagt, if Paul preached a different gospel,
wenn Paulus ein anderes Evangelium gepredigt hat, he would be putting himself under his own curse. Er würde ja sich selbst unter seinen eigenen Fluch stellen. Okay, so that's 20 verses 24, 25. Then we will go to chapter 28. Nun Kapitel 28. And verse 23. Vers 23. 23. Who has that voice? Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Yeah. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch von den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Isn't that amazing? Wir versuchen, sie zu überzeugen, mit ihnen zu argumentieren, zu diskutieren. Yeah. Nothing wrong with diskutieren. Da ist nichts falsch daran, mit Leuten zu diskutieren. I should have said that in England we tried the so-called charismatic style. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir in England auch diesen charismatischen Stil versucht haben. We had a charismatic preacher in the town where we lived. Wir hatten einen charismatischen Prediger in der Stadt, wo wir gelebt haben. Whose teeth had been filled miraculously with gold. His teeth had been filled miraculously. Zähne wurden auf wundersame Weise mit Gold gefüllt. So here's the thing about languages. Also hier, ich möchte etwas über Sprachen sagen. First of all, it's languages. Glossa means languages. Ja, also für, also zuerst bedeutet Glossa Sprachen. Is somebody here who doesn't speak French? Anybody? Ist hier jemand, der nicht Französisch spricht? Okay, if he speaks to me in French now, and I understand it, it's a miracle. Also, but if you only do it in your closet, you never know what you said. I'd be careful. I could be wrong. Yeah, genau. Also wenn er jetzt mir in Französisch reden würde und du würdest verstehen, wäre es ein Wunder. Es ist ein Wunder. Aber wenn du nur in deinem Kämmerlein da sprichst, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtig damit. Prove all things. Teste alle Dinge. I think it's possible for you to do that. Of course. Ich glaube, dass es möglich ist für Stefan, dass er es tut, dass er Französisch spricht. But there are some groups say that if you don't speak in languages, you aren't even saved. Aber manche Gruppierungen sagen sogar, dass wenn du nicht in Sprachen betest, dass du dann nicht errettet bist. Or should we better say you're not being saved? Ah, you were saved. You are being saved, and you're finally going to be saved. Also genau. Oh, das ist ein bisschen schwer im Deutschen. Also du bist gerettet und dann wirst du gerettet über eine Zeit hinweg. Diese Zeit gibt es im Deutschen nicht. Und dann wirst du in der Zukunft gerettet werden. Yeah, most people only say, when I got saved, it's alright. When I got saved, you were being saved. Also es ist nicht nur, ich wurde damals gerettet, aber ich werde über eine Zeit hin gerettet. It's a process. Es ist ein Prozess, es ist was andauert. And you can throw your salvation away. It's possible to throw it away. Ja, und du kannst deine Errettung wegwerfen, das ist möglich. Yeah, for example, Paul said, consider the severity of God. Consider the severity of God. He's severe. Severity? Ja, genau. Also erinnere dich an die Strenge, an die Langmut Gottes. Yeah. An die Strenge oder Langmut? What does it? If you continue in the faith, good. If you continue in the faith, good. Wenn du im Glauben bleibst, dann ist das sehr gut. If not, you may lose your salvation. Und wenn du da nicht drin bleibst, dann kannst du deine Errettung verlieren. So the Bible is so different from what I hear preached. Und die Bibel ist so anders als das, was ich gepredigt höre. So we finish our 8 kingdom verses in Acts. 28, 23 and 31. We're only 7. We have one more, 13 and 31. Genau, also wir werden nun Verse 30 und 31, what chapter? Chapter 28, Kapitel 28, 30 und 31. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit und Gesundheit. Can you do it for 2 years? Können wir das tun für 2 Jahre? You might have to learn. The Jehovah's Witnesses train how to do this. Wir müssen das wirklich lernen. Ich meine, Jehovas Zeugen, die trainieren ihre Leute, das zu tun. You might have to do this. Wir müssen das nicht tun. And then you can be good evangelists. Und dann können wir gute Evangelisten sein. Okay. I think we've done enough probably. A bit more tomorrow. Anybody want to have any questions at all? Hat jemand noch Fragen? I just heard about Mietwohnung. And Jesus promised me an apartment. Yeah. What about my apartment in my kingdom? Yes, in my father's house are many mansions, places. I'm going to
prepare for you. I think probably in my father's household, probably, in his kingdom household, I'm preparing a place for you. Probably. I don't know about that. Ja, ist die Frage so, Jesus sagt, in meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Die Frage war, ja, ob es da eine Wohnung offices, gibt. Und, offices, maybe. Und jobs. Er denkt, ja, das sind wahrscheinlich viele Wohnungen oder Jobs, die wir tun können. Und wo ist meine Wohnung? Ist sie hier auf Erden oder ist sie im Himmel? On the earth. Okay, Revelation 5:10. Could you read for us? Revelation 5:10. In Offenbarung 5, Vers 10 sagt, dass es auf der Erde sein wird. Ja, yeah, Revelation 5:10. Wir werden auf der Erde herrschen. Wir werden herrschen. Yes. Ja, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn ich ein bisschen so der Reihe nach. Ich glaube, es wäre hilfreich, wenn du das aufrufen könntest. Okay. Das kannst du besser als ich. Dann kann ich weiter übersetzen. Lies ich dir den Vers nochmal vor. Offenbarung 5, Vers 10. Shall we argue about that? No. Easy for children, right? Okay, final thought, Götz hatte sich gemeldet. Okay, also Anthony möchte noch einen weiteren Gedanken mit uns teilen. We are living in a laboratory in God's world. Wir leben in einem Labor von Gottes Königreich, Gottes Welt. Imagine your head like an ovum that produces a baby. Stell euch euren Kopf als ein Ovum. Ist eine Gebärmutter vielleicht? Egg. For a baby. Als ein Teil von ein Baby. Yes. Into the ear must come the kingdom message. In dein Ohr muss die Nachricht des Königreichs Gottes kommen. To start the process of rebirth. Um den Start von deiner neuen Neugeburt, deiner Wiedergeburt. So all of you are seeds. All of you are seeds. Alle von uns sind Samen. We are all seeds, yes. Sind alle Samen. The Greek word is spora. Das griechische Wort für Spora. Or sometimes sperma. Or sometimes sperma. So you have to be born again through the message of the kingdom. Also wir müssen wiedergeboren sein durch diese Nachricht vom Königreich Gottes. If you don't have the kingdom message, wenn du nicht die Nachricht vom Königreich hast, then you cannot repent and believe. Dann kannst du nicht umkehren und glauben. Because Jesus said, when somebody hears the kingdom message, Jesus sagt, wenn jemand die Nachricht vom Königreich hört, the devil tries to snatch that word away. Dann wird der Teufel versuchen, das wieder wegzunehmen, dieses Wort. So that you might not believe and be saved. So, damit du nicht errettet werden kannst, damit du nicht glauben kannst. Anyway, thank you for your patience. Vielen Dank für eure Geduld. Okay. Thank you.